Hallihallo, hier ist wieder Atomica und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Train Fever. Ja, machen wir weiter an der Stelle. Geben wir mal ein bisschen Gas. Lassen mal die LKW hier rausfahren. Die Güterzüge könnten wir noch ein bisschen optimieren, denke ich, indem wir bessere Fahrzeuge hier einsetzen. Halt nicht so schnell, Kollege, Kollege, fahr mal nicht so schnell hier. Du bist nämlich noch ein ganz alter. Ehrlich jetzt? Und du würdest gerne auf der Linie 23 mehr Güter transportieren. Denn diese Züge hier, das sind die Holzzüge. Wo sind die denn? Sind das die hier? Die machen immer noch ein bisschen. Nein, das sind nicht die. Oder? Holz von A nach B. Das ist eine blaue Linie, das ist aber nicht die, das sind andere. Was seid ihr denn für welche? Ihr seid die Linie 22. Dann ist das entsprechend die Linie 36 auch nicht. Die Linie 6 macht Plus. Sehr schön. Ja, was können wir tun? Ich überprüfe das gleich mal. Und dann schauen wir mal nach, ob wir was verbessern können. Eventuell mit dem Geld, was wir haben, natürlich. Ja, ich weiß, was wir verbessern können. Nein, 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 das war jetzt verkehrt rum. Oh Mann, das wäre fast schief gegangen. Ich hätte gern ein Darlehen zurückgezahlt. Okay, das war jetzt einmal nix. Komm, noch 300k, dann haben wir jetzt kein Darlehen mehr. Ach, wir sind schon fertig. Jetzt haben wir gezahlt, sehr schön. Wir sind darlehensfrei. Erneut. Also es hat uns wirklich über die Brücke geholfen. Okay, wir sind jetzt. Ach du Scheiße. 2,8 Millionen Minus. Haben einen ordentlichen Firmenwert, hoffe ich mal. Machen noch irgendwie Plus, hoffe ich auch mal. Ja, ich denke nicht. Ach du Scheiße. Wir haben auch Plus gemacht. Wir haben Plus gemacht. Ah, na, das Jahr 2000. Das sieht immer noch ganz schlecht aus. Ja, ist okay. Rettet mir den. Ja, ich habe das Darlehen zurückgezahlt. Natürlich bin ich im Minus erstmal. Und das wird jetzt nochmal ordentlich zurückwerfen. Der Monat ist gleich um und plump sind wir wieder Minus. Ja, normal, normal. Aber es wird schon wieder besser. Ja, genau so muss das aussehen. Wenn du mehr schaffst und diese mehr schaffen. Welche Linie? 23. Die Linie 23 möchte bitte ausgetauscht werden. Ach, das ist die kürzeste Güterlinie ever, genau. Und wie schon gesagt, die Linie 23. Richtig? Ja, hätte gern 5 neue Fahrzeuge. Lustig, die sind aber niedlich. Mal schauen, ob das funktioniert. Eins. Ah, das funktioniert natürlich nicht. Das war jetzt schlecht, oder? Nochmal 5 Millionen holen. Oder ein paar Millionen. So, jetzt hätte ich gern 5 Fahrzeuge dieser Sorte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Läuft. Auf die Linie 23. So, den Rest zahlen wir ganz schnell zurück. Bevor es wieder teuer wird. Ich mir das nicht mehr leisten kann. So, hätten wir ausgetauscht. Die Güter gehen jetzt von alleine auf die Spuren. Na klasse. Na jetzt, wo es schneller geht, könnte es auch schneller funktionieren. Theoretisch. Und da passt dann auch mehr rein in den Wagen. Was gab's denn jetzt Neues? Erstmal habe ich Minus, schon wieder. Oh, weia, oh, weia, ich hab Angst. Na komm schon, zeig mir an, was es gibt. Ein neues Fahrzeug ist verfügbar. Eine BE56 Contra.
Schauen wir mal nach, ob das sah aus wie ein Zug. Es könnte aber eine Straßenbahn gewesen sein. Wenn das jetzt eine neue Straßenbahn ist, na, werde ich hier zum Honk. Ach nein, das ist wirklich eine neue Straßenbahn. Die habe ich da vorhin erst ausgetauscht. Über meine Großstrecke. Und wo wiederum habe ich jetzt ein Straßenbahndepot stehen? Ich hatte übrigens noch eine ganz coole Idee. Für die Stadt, die so von drei Zügen bedient wird, auch noch eine Straßenbahn einzusetzen. Allerdings bin ich mir da gerade kostentechnisch überhaupt nicht im Klaren, ob das eine gute Idee ist. Ich zweifle ehrlich gesagt daran. Und das ist außerdem der falsche Bahnhof. Wie schaut's denn bei dir aus? Leer, sehr leer. Außerdem haben wir hier bereits eine Straßenbahnlinie. Die könnte allerdings einen kleinen Umbau. Nein, 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 die baue ich nicht um. Oder baue ich die um? Doch, da kommt noch eine Haltestelle hin. Und zwar hätte ich gern. Ah, okay, das mit der Haltestelle kann ich vergessen. Habe ja eh kein Geld. Ich hätte gern nochmal umgebaut, aber das ist ein bisschen schwierig. Ich hätte gern noch ein bisschen optimiert, ja. Aber ich denke, das wird so nix. Was kostet denn ein Straßenbahndepot? War das hier dabei? Nein, Haltestellen. Haltestellen plus. Haltestellen. Was kostet ein Trambahnhof? Okay. Wenn ich den jetzt hier abreiße. Was kostet denn der Abriss mehrerer Gebäude? Was kostet denn der Abriss von dem? Ah, das ist hart, das ist echt hart. Fahrzeug im Weg, na super. Jetzt machen wir mal was ganz Gewagtes. Und bauen hier. Ja. Bitte fahr einmal weg. Es ist kein Fahrzeug mehr da. Nein! Wo ist denn da ein Fahrzeug? Nein! Jetzt bauen die ein neues Gebäude dahin. Ach, mach mich doch nicht wahnsinnig. Ich hab's Geld ausgegeben für. Ach. Mist. Ich hätte doch nur gern die Strecke etwas angepasster. Jetzt habe ich wieder kein Geld mehr. Ich weiß, was das Problem war. Die Gruppierung ist noch das Problem. Jetzt haben wir aber kein Geld. Ja, jetzt bauen die da zwei Häuser statt einen. Ach, egal. Lassen wir das. Das bringt so nix. Egal, das funktioniert ja erstmal so ein bisschen. Ich wollte es eigentlich noch ein bisschen optimieren, aber das hat sich wohl jetzt auch erledigt. Ja, bin im Minus. Klasse. Ich kann eigentlich nichts mehr machen, nur warten. Was könnt ihr mir sagen während der Wartezeit? Eigentlich nichts, oder? Und mir hat immer noch keiner verraten, wofür die XP da sind. Ich habe auch bei im Internet nichts gefunden. Absolut nichts habe ich gefunden. Das ist doch wahnsinnig. Der Zug wird auch immer voller. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, er könnte bald Plus machen. Wie viel? 12 Güter. Da geht auf jeden Fall auch noch mehr. Wenn die LKW hier schneller abholen. Linie 5.
Die Linie 5, die Linie 5. Die machen alle miese. Das ist so hart. Extra alles ausgetauscht. Linie 5 hat 10 Fahrzeuge. Das wird zu teuer jetzt. Obwohl. Die Linie 5 hätte gern 10 neue Fahrzeuge. Ja, ich muss das jetzt ein bisschen so machen. Bevor die Kohle weg ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wieso ist denn das jedes Mal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Linie 5. Linie 5. Und zuweisen. Das heißt aber, die werden von der anderen Linie ausgebremst. Ach, scheiße. Da-li-di-da-da, da-li-di-da-da. Okay. Wieso nimmt ihr nichts mit? Also die Fahrzeuge werden verkauft, verkauft, verkauft. Was bist du für eine Linie? Hey! Linie 7 holt ihr also auch noch ab. Ach, die Linie 5 war bloß eine Abladelinie. Ah, die Linie 7 hätte gern neue Fahrzeuge. Ja. Ach du Scheiße. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Boah, 15 Fahrzeuge. Nee, das kann ich mir nicht leisten. Du bringst jetzt Eisen. Ja. Aber zu wenig. Ein bisschen was. Das sieht gut aus. Aber die Linie 7 schafft jetzt die ganzen Güter gar nicht mehr. Leer. Leer. Mist, die sind jetzt alle leer. Ah, da kam einer. Okay, also in den Güterzügen ist noch Platz. Auf der Linie 7 ist kein Platz mehr. Das ist eigentlich schade. Oh yeah. Also jetzt ist unsere fette Mille vom Anfang ist weg. Oh nein, jetzt wurde gerade abgerechnet. Aber ich sehe, ich bin im Plus. Das ist schon mal sehr gut. Und ich sehe eben auch, dass die Linie 7 dringend neue Fahrzeuge braucht. Wie viel? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. So, wäre für die Linie 7. Dafür kann die Linie 7 alle anderen nach Hause fahren lassen. Linie 7. Nach Hause bitte. Linie 7. Neue Fahrzeuge bitte. So, hätten wir auch ausgetauscht. War ein teurer Spaß, wissen wir ja. Aber was nicht zu schaffen ist, muss ja irgendwie so gemacht werden, dass man es schaffen kann. Jawohl. Und schon steigt auch der Betrieb. Ja, jetzt stehen die alle Schlange, das ist schlecht. Nimm mit. Ja. Mal schauen, ob die Produktion jetzt so langsam steigt.
Ich hoffe es. Mit ganz wenig Geld zu optimieren ist echt schwierig. Und gefährlich. Aber der Zug wird schon wieder mehr, das ist schon mal gut. So, viel mehr Kohle, viel mehr Kohle. Also es sieht so aus, als ob es schon wieder mehr wird. Jetzt ist es wieder weniger geworden. Eigentlich schade. Warum wird das weniger? Jetzt, wo es sehr viel besser abtransportiert wird, wohl bemerkt. Und die Züge auch mehr zu tun haben, wie ich sehe. Wow, was für eine Kohle hier lang fließt. Nehmt die Güter mit. Nehmt die Güter mit. Okay, das war ein Auslade. So, der hat auch nichts dabei. Der nimmt wieder alles mit. Ja, mal schauen, ob sich das so langsam einpendelt, ob das besser wird. Scheint ja jetzt noch nicht so der Fall zu sein, aber mal schauen, mal schauen. Da kommt auch schon der nächste Güterzug. Ah, sehr geil. Es scheint zu funktionieren, aber irgendwie, es ändert sich hier nichts. Jetzt kam die Abrechnung, wir haben Kohle, das ist doch gut. Jetzt schauen wir mal, was wir noch so tun können für unsere Gäste. Die Linie 6 läuft auch besser. Die Holzlinie. Das ist doch schön. Dann hätte ich gern die Linie 31. Oh, weia, sind das viele Fahrzeuge. Zug 13 hat die Lebensdauer erreicht. Das ist doch mein Holzzug. Oh nein. Oder ist es die Linie 6? Ist welche? Mein Holzzug wird alt. Jetzt hätte ich gern noch den anderen Holzzug. Wo ist er denn? Hallo, anderer Holzzug. Wo ist Ihr Transportfahrzeug? Na? Hier nicht. Also 40 ist Standard anscheinend. Komm, gib Gas, Lee. Nein, ich darf das nicht. So, stopp ins Depot. Also 40 ist hier die Limit. Nein, du darfst ruhig. Ruckelfrei. Bitte weitermachen. Ja, okay. So weit, so gut. Jetzt holen wir erstmal die Züge, die holen wir jetzt rein, das ist schon richtig so. Dann brauchen wir einen neuen Holzzug mit ungefähr 40 Gütern und einer ordentlichen Geschwindigkeit. Das heißt, wir haben ja noch gar keine Hochgeschwindigkeitsgleise, oder? Oh nein, haben wir nicht. Oh. Hochgeschwindigkeitsgleis haben wir nicht. Das ist schlecht. Das ist wirklich, wirklich schlecht. Das ist ganz schlecht für uns.
Fahrzeug im Weg, ja, das ist ein. Okay. Lassen wir die erstmal nach Hause fahren. Es scheint ja so, als ob wir die Firma wieder einigermaßen im Griff haben. Der Holzzug darf natürlich schneller fahren. Genau. Dann können wir derweil diesen Bahnhof hier oben ein bisschen machen. Und nicht wieder einen Fitzischen vergessen dabei. Ja. Wobei, bei den Gleisen ist es ja jetzt nicht ganz so wild. Es wird ja durchgängig gemacht, die komplette Strecke bis zur nächsten Weiche. Ist ja eigentlich schon ein klasse Ding. Die Weiche hätten wir auch. Jetzt schaue ich noch mal auf dieser Seite nach, nicht dass hier irgendwas vergessen wurde. Aber es scheint durchgängig zu sein. Elektroleitung haben wir überall, ja, Strom ist überall da. Also gut, hätten wir das schon mal bezahlt. Wir haben auch wieder gutes Plus, denke ich mal. Also jetzt, wo wir die Rückkehrzüge statt die TVF haben. TV, TVF, ich weiß es nicht mehr. Die Hochgeschwindigkeitszüge, die brauchen viel, viel, viel Geld und viel Ansturm. Sonst lohnen sie sich überhaupt gar nicht. Also ihr habt ja gesehen, ich bin fast pleite gegangen. Ich bin jetzt noch fast pleite. Ich kann mir kaum eine neue Lok kaufen. Aber ich brauche eine neue Lok. Nämlich für den Holztransport. Und natürlich möchte ich die alte verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Züge kaufen. Die hat ein bisschen mehr Zugkraft und die hat ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Okay, kaufen wir die. Und hätten gern bis zu 40 Holz und Güter im Transportmöglichkeit. Holz und Güter. Eins. Zwei. 3. Ach komm. Was soll der Geiz? Den klonen wir gerne einmal. Dann sehen wir, was der gekostet hat. 1,84 Millionen, ja. Dann gucke ich, was das für eine Linie war, weil wir diese ja jetzt verkauft haben. Die Linie 6. Linie zuweisen. Linie 6. Und bevor wir es vergessen, wir haben ja wie immer das gleiche Problem hier. Upgraden. Sonst können die Züge nicht schnell ins Depot und aus dem Depot rausfahren, was ja ganz logisch ist. Ich hätte gern einmal ruckelfreier Zugang. Und ich würde gern zu dem anderen Bahnhof nach oben gehen, wenn ich es denn schaffe irgendwie, wenn ich es denn darf. So, weiter, 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 weiter. Lalalalalala. Ich weiß, es schaffen den Folgen in letzter Zeit nicht viel, aber mal ganz ehrlich, wie soll ich denn ohne Geld arbeiten? Ich habe noch 4 Millionen. 4,5 Millionen. Damit kann ich nichts anfangen. Ja, genau. Also muss ich ein bisschen eintönig sein und ein bisschen langweilig. Jawohl. So, jetzt warten wir, bis der Zug hier unten ankommt, um den zweiten auf die Linie 6 zu schießen, damit hier endlich mal wieder Holz transportiert wird. Wir brauchen mehr Holz. Na komm, wo bleibst du? Du hast mir gesagt, du bist ein Geschwindigkeitszug. Oder können die Waggons wieder nicht viel? Hallo? Na, ganz gut gezielt, ja. Kann man machen. So.
So, mein Timer sagt mir, es wäre Zeit. Ja, viel geschafft habe ich jetzt leider nicht. Es tut mir auch leid, aber ich habe kein Geld und cheaten ist nicht, das wisst ihr. Ein Gamer cheatet nicht. Ein Gamer zockt sich alles frei und wenn er verliert, hat er verloren. So einfach ist das. So, ja, beobachten wir das demnächst mal noch. Also die Güter sind jetzt natürlich wieder weniger geworden, weil es war ja keiner da, der hier produziert hat. Und es hat bei mir geklingelt. Dann würde ich sagen, ich danke euch für immer fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Und ja, über Kommentare, Daumen, Abos freue ich mich natürlich auch immer. Video teilen freue ich mich auch sehr. Und ja, demnächst, dann nächste Folge, weiß ich noch nicht, was wir machen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht. Und Atomica klingt sich aus. Bye bye.